Я бы хотел сегодня всех наших братьев и сестер еще раз Ich möchte nochmal alle unsere Brüder und Schwestern поблагодарить. Danken. Значит, братья, служителя Стросингена. Брüder, Diener aus Stråsingen. Мы хотим вас сердечно благодарить. Wir möchten euch ganz herzlich dafür danken. Как лично я, так и я думаю от имени всей церкви. Sowohl auch ich persönlich als auch im Namen unserer gesamten Gemeinde. И также благодарить ваш хор. Und genauso auch euren Chor danken. Брат Виктор и все братья и сестры, кто приехали к нам поучаствовать в служении. Bruder Victor und alle Brüder und Schwestern, die zu uns gekommen sind, um an diesem Gottesdienst teilzunehmen. Да благословит вас Господь. Möge Gott euch segnen. Слава Богу. Preist dem Herrn. Это не напрасно. Das ist nicht umsonst. Хотел бы благодарить также группы, певчие группы. Ich möchte auch allen Gesangsgruppen danken. Брат Петя Фризин. Bruder Peter Friesen, тебя и твою группу, твоих детей, dich und deine Gruppe und deine Kinder, слава Богу, пусть Бог вас благословит и вас даст. Gott segne euch und möge euch reichlich vergelten. Также хотел бы поблагодарить брата Эдика и его семью, детей, genauso auch Bruder Eduard und seine Familie und Kinder, сестра Эрна, Schwester Erna, слава Богу. Preist dem Herrn. Знаете, братья и сестры, я помню, когда мы только начинали служение в Ларе. Wisst ihr, Brüder und Schwestern, ich kann mich daran erinnern, als wir gerade erst mit dem Gottesdienst in La begonnen haben. К нам приехал брат Эдик с сестрой Эрной. Da kam zu uns Bruder Eduard mit der Schwester Erna. Эти дети, которые здесь пели и играли, я уверен, что они тогда были еще тоже маленькие. Die Kinder, die hier heute gestanden haben und gespielt und gesungen haben, ich bin überzeugt davon, die waren damals auch noch klein. И я помню, они приехали к нам на служение еще на Flugplatz. То помещение, которое умитывали в христианской школе. Und ich kann mich daran erinnern, dass sie zu uns damals kamen, noch in, da waren wir noch in Flugplatz in der Schule. И там они спели такой псалом. Und dort haben sie so ein Lied gesungen. Разве у вас не бывает в жизни подобных минут? Gibt es denn bei euch nicht ähnliche Minuten? Я не знаю, Эдик, Эрна, помните вы это или нет? Ich weiß nicht, Eduard und Erna, ob ihr euch daran erinnern könnt oder nicht. Но я тогда первый раз услышал этот гимн. Aber ich habe damals das erste Mal dieses Lied gehört. Вы слышали, у них такие красивые голоса, правда? Ihr habt schon gehört, sie haben solche schöne Stimmen, Они nicht так wahr? Могут красиво петь. Sie können so schön singen. И вот если хороший такой, со смыслом, красивый псалом, с хорошей мелодией, под красивое пение, оно так, знаете, так, думаешь, ну бы еще раз послушать. Und wenn es so ein schönes Lied ist mit so einem schönen Sinn und so schönen Stimmen, dann denkt man, ja, die sollen das doch nochmal singen. Und ich schaue heute und Gott hat sie heute mit Kindern gesegnet, die heute genauso Anteil haben an ihrem Dienst. Und sie auch darin unterstützen. Und auch heute bei uns waren, möge Gott euch segnen. Preist dem Herrn. Также хотел бы благодарить и наших братьев и сестер. Genauso möchte ich auch unsere Geschwistern danken. У нас будет еще завтрашнее служение. Wir werden morgen noch einen Gottesdienst haben. Я думаю, тут уже будет больше, значит, участвовать наши. Ich denke, da werden schon mehr unsere daran Anteil haben. Мы всех вас также приглашаем на завтрашнее служение. Und wir laden euch alle ganz herzlich auch zum morgigen Gottesdienst ein. Также я благодарю и моих братьев, родственников, которые почти на каждом празднике у нас поют. Genauso danke ich auch unseren, meinen Brüdern, meinen Verwandten, die fast an jedem Fest hier bei uns singen. Братья, пусть Господь вас благословит. Брüder, möge Gott euch da, möge Gott euch segnen. Когда-то, как братья проповедовали, мы это будем видеть на небе. So wie die Brüder schon gepredigt haben, irgendwann mal werden wir die Gelegenheit haben, das im Himmel zu sehen. И вас поблагодарит Господь. Und И он это сделает лучше, чем кто-то из нас может. Und Gott wird euch danken und er wird das auf eine bessere Art und Weise tun, wie wir das jemals in der Lage sein werden. Preist dem Herrn. Знаете, пока вы еще не разъехались, кто завтра не будет, я бы хотел сегодня это сказать. Wisst ihr, solange ihr noch nicht auseinandergefahren seid, die morgen nicht die Möglichkeit haben werden, hier teilzunehmen. Я до обеда немножко поделился, я говорил, что у меня есть некоторые проекты, которые просто, ну, горят у меня на сердце. Ich habe heute am morgigen Gottesdienst darüber gesprochen, dass mir einige Projekte einfach am Herzen liegen.
И я точно знаю, что это от Господа. Und ich bin überzeugt davon, dass das von Gott ist. Я с одним из этих проектов поделился с братом Сашей. Mit einem von diesen Projekten habe ich mit Bruder Alex geteilt. Сегодня на паузе. Oder gesprochen und habe das heute in der Pause getan. Значит, ну он тоже видит это тоже так, было бы неплохо. Und er sieht das auch so wie ich, dass das gut wäre. Я бы хотел обратиться ко всем, кто сегодня участвовал в служении. Ich möchte mich heute an alle diejenigen wenden, die heute teilgenommen haben am Gottesdienst. Как вы думаете, was denkt ihr? Могли бы мы один раз, хотя бы один раз в год вот так встречаться? Würden wir das zustande bekommen, zumindest einmal im Jahr uns so zu treffen? И каждая группа, которая участвовала, может быть еще присоединяться, это bestimmt кто-то пожелает еще. Und eine jede Gruppe, die teilgenommen hat, und vielleicht kommen noch einige hinzu. И значит, ну, наверное, первое время мы так с братом Сашем переговорили, мы можем делать это в Ларе. Und die erste Zeit, so haben wir mit Bruder Alex darüber gesprochen, könnten wir das hier in La machen? Пока Троссинген еще не построил. Solange Троссинген noch nicht gebaut hat. Когда Троссинген построит, мы можем меняться. Und wenn Троссинген gebaut hat, dann können wir das abwechseln. Будем друг друга посещать. Wir werden uns gegenseitig besuchen. Будем служить Господу. Werden Gott dienen. Знаете, братья и сестры, wisst ihr, Brüder und Schwestern, и это еще, ну, у нас снимается на видео, und das wird bei uns alles noch aufgenommen, мы именно с позволением, с разрешением всех тех, кто не против, кто участвует. Und mit dem Einverständnis von all denjenigen, die heute teilnehmen, teilgenommen haben am Gottesdienst, мы это еще используем для благовестия. Nutzen wir das auch noch, um evangelistisch aktiv zu sein. Вы знаете, столько нам пишут, звонят и благодарят. Wir werden so häufig angeschrieben oder angerufen und es wird gedankt. Братья и сестры, Brüder und Schwestern, которые sich, не имеют возможность быть на служениях, die nicht diese Möglichkeit haben, am Gottesdienst teilzunehmen. У них нету церкви. Entweder haben sie keine Gemeinde. Они собираются в хаускрайсы. Versammeln sich irgendwo in einem Hauskreis. Включают наши передачи и смотрят. Schalten unsere Videos ein und schauen. А потом помолятся и благодарят Бога, что они были на служении. Und im Anschluss beten sie und danken Gott, dass sie auf einem Gottesdienst gewesen sind. Вы не представляете, как они благодарят. Ihr könnt euch das nicht vorstellen, wie diese Menschen danken. Они нам говорят, мы уже всех вас знаем. Die sagen, wir kennen euch mittlerweile alle. Уже сколько было тут братьев и сестер, приехавших из Германии с разных мест. Wie viele Brüder und Schwestern gab es mittlerweile, die hier aus Deutschland, aus den unterschiedlichsten Gegenden kamen? Говорят, мы приехали, как будто домой. Und sie sagen, wir sind hierher gekommen, als ob wir nach Hause gekommen они sind. С нами здороваются, как, ну, знаете, поименно. Und sie grüßen uns namentlich. И благодарят. Und danken dafür. Поэтому это когда-то Господь положил нам тоже на сердце делать. Deshalb, das hat uns Gott auch einmal aufs Herz gelegt zu tun. Мы за это молились. Wir haben dafür gebetet und haben eine Bestätigung bekommen und sehen auch heute darin ein Resultat. Слава Богу. Preis dem Herrn. Поэтому, братья и сестры, есть Нива. Большая Нива. Ein sehr, sehr großes Feld. И я вспоминаю, значит, как один брат сказал. Und ich kann mich daran erinnern, wie ein Bruder gesagt hat. Это еще было в России. Und das war noch in der ehemaligen UdSSR. Вот разрешили бы мне одну песню спеть по радио. Wenn man mir zumindest erlaubt hätte, ein einziges Lied im Radio zu singen. За евангельскую веру, за Христа мы постоим. Für den Glauben des Evangeliums und für Christus werden wir einstehen. А потом, говорит, пусть арестовывают и дают 10 лет. Und dann sagt er, sollen sie mich von mir aus verhaften und mir 10 Jahre geben. Дорогие братья и сестры, Brüder und Schwestern, Бог позволил нам. Gott hat uns die Möglichkeit gegeben, сегодня быть солью и светом. Heute das Salz und das Licht zu sein. Не только здесь на месте. Nicht nur hier vor Ort. Но служить благословением. Sondern als Segen zu dienen. Многим, многим. Многие. Für viele, viele Menschen. Поэтому, ну, кто желает, deshalb diejenigen, die den Wunsch haben, употреблять свой дар, свои способности, seine Talente und Gaben, seine Fähigkeiten einzusetzen, в деле благовестия,
im Werk des Evangeliums, чтобы преломлялся хлеб, damit das Brot gebrochen wird, чтобы и другие могли что-то поесть, damit auch die anderen die Möglichkeit bekommen, etwas zu essen, от этого духовного хлеба иметь жизнь, von dieser geistlichen Speise und das Leben zu haben. Давайте будем пользоваться возможностью и временем. Lasst uns diese Möglichkeit nutzen und unsere Zeit. Хорошо? Gut. Братья и сестры, кто участвовал в служении, вы не против еще раз примерно в это время на следующий год встретиться? Brüder und Schwestern, alle diejenigen, die teilgenommen haben in unserem Gottesdienst, habt ihr nichts dagegen, wenn wir uns noch einmal in ungefähr einem Jahr um diese Zeit hier treffen? Не против? Слава Богу. Wir sind einverstanden. Preis dem Herrn. Ну, а теперь мы приглашаем всех вас вниз. Und jetzt möchten wir euch aber alle nach unten einladen. Aha. Там у нас будет еще ужин. Dort haben wir noch Abendessen. Мы не хотим вас отпустить неевшими. Wir möchten euch nicht hungrig nach Hause gehen lassen. И об этом скажет наш брат Антон. Проходи сюда, брат Антон. Und Bruder Anton wird diesbezüglich Informationen haben. И мы помолимся потом за пищу и закончим служение благодатью. Und dann werden wir für die Speise beten und mit der Gnade schließen.